Aber Roman, sag dir mal was. Einfach irgendwie. Einfach irgendwie. Was? Was? Wegen dem Event. Wegen dem Event. Was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Toffer, du hast das Fahrrad gewonnen. Toffer, du hast leider heute nicht gewonnen. Herzlich willkommen. Ja. Hallo. Gritschi. Toffer und Flo versuchen jetzt irgendwie sich noch ein Offroad-Auto zu besorgen. Weißt du überhaupt, wo wir sind? Was? Fast wäre es soweit gewesen. So, alles ist gepackt fürs Bucket Ride Festival. Aber wenn ich mir das Wetter so angucke, wird spannend auf jeden Fall. Dieses Rad hier, das wird ja auf diesem Festival seinem Gewinner übergeben. Freue ich mich schon sehr drauf. Ansonsten habe ich natürlich mein E-Bike dabei, weil who knows, vielleicht brauchen wir ein bisschen Motor bei dem Wetter. Und hier hinten ist mein neues Dumpjumper 15, ist auch mit am Start. Ansonsten, ja, ganze Bude ist voll mit Gepäck. Irgendwie muss ich in der Karre auch noch schlafen, aber das werden wir dann alles sehen, wie das so funktioniert. So, Leute, ich würde sagen, ab geht's. Voller die Waldfee, ey. 1000 Kilometer. Ich habe gerade erfahren, dass ich wahrscheinlich sogar eine Pension habe, was natürlich auf der einen Seite total geil ist, weil das Wetter eben nass werden soll. Und da ist immer ganz cool, wenn man doch einen Ort hat, wo man seine Klamotten aufhängen kann und trocknen kann und so weiter. Ich habe hier auch keine Heizung im Auto und so. Das einzige Problem an der Sache ist natürlich jetzt nur, dass ich mir wahrscheinlich einen Haufen Sprüche vom Toffer anhören muss. Aber gut, irgendeinen Tod muss man sterben. Our troubles behind. So, erster Tag, Bucket Ride Festival. Es regnet. Oh, oh, gerade! Das ist ja der Profi-Camper. Hallo. Toll, wie ist die Stimmung? Ja, gut, feuchtfröhlich. Ist eigentlich genau mein Wetter, weißt du? Das ist. Das ist Wetter, da wird wie die Spreu vom Weizen getrennt, sag ich mal so. Pass auf, dass du mir die Sitze nicht dreckig machst. Schönen Picknickkorb, Kornis, ein bisschen was zu essen, lecker. Ey, ich war halt auch 100 Stunden unterwegs. Ja, ich auch. Welcome to my crib. Herrlich. Super. Hier wohne ich ja jetzt auch, ne? Hier oben in dem Alkoven. Ja, das ist gut, das glaube ich. Hat er jetzt zwei Essenscoupons bekommen? Ja, kein Welcome Drink, dafür zweimal essen. Hä? Wahrscheinlich fahren wir die Runde. Es sind heute nicht ganz so viel, es sind heute nur 30 Kilometer und 700 Höhenmeter. Ja. Bei dem Wetter viel mehr machen wir heute nicht. Das schön. Ah, guck mal, herrlich. Ihr seid zu spät, aber. Ja, tut mir leid. Ja, das sind wirklich so die Bare Essentials, die man mithaben sollte in der Hitze. Yeah. Da. Ah. Yeah. Aber jetzt Strom, mein Akku ist komplett. Yes, sir. Leute, es regnet und regnet und regnet. Es hört einfach nicht auf. Der Plan ist jetzt trotzdem eine Runde Fahrradfahren zu gehen. Und dafür werde ich jetzt als allererstes mal die Klicks hier runterschmeißen und Flats montieren. Weil bei diesem Wetter finde ich es doch tatsächlich deutlich geiler, wenn man mal sehr schnell einen Fuß rausbekommt. Erster Sprung. Alter. Ja, gleich keine kleine Doubles. Aber eigentlich geil, oder? Servus. Servus.
Servus. Was? Fast wäre es soweit gewesen. Was jetzt? Da hat richtig Glück gehabt. Hier, Achtung, ich zeig mal, was ein schönes Tier. Stehen unter Naturschutz. Krass. Geil, oder? Komm, wir setzen ihn hier hin, dass er hier schön abzwitschern kann wieder. Herbst ist auf jeden Fall am Schlüssel, ey. Oh, Junge, 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 Junge. Alles gut, Leute? Alles perfekt. Einfach richtig hart am Schredden wieder hier. Oh, aber ich muss sagen, Rad läuft gut, ey. Wieso machst du jetzt hauptsächlich bei deinem Bike? Weil das ist wichtiger ist. So, jetzt geht's ab. Junge, jetzt leg halt noch mehr drauf. Wir sind schon in einem Zelt. Na gut, hier brennt sowieso nichts bei dem Wetter. Alles gut soweit? Ich hab gefilmt. Hast du ordentlich fotografiert schon? Ich hab mich bemüht, sagen wir so. Es war sehr, sehr glitschig, würde ich jetzt mal sagen. Es war richtig, ja, nicht so geil. Ja. Ehrlich gesagt. Okay. Jetzt ein bisschen. Welchen hast du? Links. Das ist gefährlich. Ja, du hast zwei, siehst du? Ja, eben, ich trau mich zweimal, du einmal. Okay, zack. Und ach so, das ist ja super easy. Ach, das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist schön, ne? Und hier gibt's einen kleinen Freedom is my life. Einen kleinen Tee. Ich habe einen Flo einen Tee gemacht. Ja. Die Leute wollen ja immer wissen, was wir so trinken und so. Ja. Das ist der Infinity. Ah, ist heiß. Ah, gut. Guarana-Samen, Zimtstücke, Ingwergranulat. Guarana ist da sogar drin. Kurkuma, Schwarztee, schwarzer Pfeffer. Das ist alles drin. Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen. Der hat mich heute Morgen auch schon echt belebt, der Tee. Der hat dich richtig belebt. Ja. Ey, der muss ich sagen, der Mann war so voller Leben. Das ist unglaublich. Aber jetzt mummeln wir uns hier schön ein. Ah, herrlich. Und trinken so einen Tee. Schlürfen. Wir können auch in deinen Camper oder in deinen Bus. Nee. Roller 5. R-O-L-L-E-R 5. Und 5% sparen bei der Bestellung bei Koro. Und meine Empfehlung, die Götze-Riegel. Bio-Pistazien. Mach sie mal auf und gib mir mal ein Stück. Nein! Doch! Nein! Mach jetzt auf! Ich werde es aufheben. So, ich habe jetzt hier irgendwie, ich drehe jetzt hier solche Dinger um, weil der, dem die Dinger gehören, der ist jetzt nämlich gerade irgendwie gegangen, um eine GoPro zu gewinnen. Danke dir. Ja, sehr gerne. Sind beide für dich? Ja. Ist gut. Lass dir schmecken, Mann. Das ist die Zirbe. Oh, sehr gut. Cheers, cheers, cheers. Magst du nichts? Heute wird's ernst. Heute gibt's unseren gemeinsamen Rollercoaster Rideout. Also Toffer und ich fahren zusammen heute Fahrrad mit ein paar Leuten. Total entzündet alles, ey. Ganzes Bein entzündet hier. Wo? Hier, so hier in dem Bereich. Jetzt ich weiß nicht, vielleicht sind ja irgendwelche Leute da draußen, die Physiotherapeuten sind. Die wissen, was hier so für ein krasser Muskel hier runter geht. Man sieht den auch hier ein bisschen. Hier. Du hast dir doch da irgendwas reingesteckt. Nein. Du fährst heute mit, Toffer. Das hier tut mir echt weh, ey. Uiuiui. Wer gewinnt die Kürzefahrt? Hey, das ist gar keine Frage. Wir haben schon ein Skript geschrieben. Wir haben absolut die Drehorte gescoutet gestern. Ich würde sagen, it's us. Das ist eine sichere Bank. Wir haben uns einfach richtig gut vorbereitet. Und
Ich weiß, Koffer und Flo versuchen jetzt irgendwie sich noch ein Offroad-Auto zu besorgen und irgendwie ein bisschen Safari mitzumachen, aber Jan und ich sind ein unschlagbares Team. Wie versteht ihr keiner? Kleines Interview hier zusammen mit Pat Waterhoo. Pat, dein Favorit für die Trail Safari? Jasper Jauch natürlich, bester Mann. Ich bin aber unter den schlimmsten Leuten. Da muss man auch einfach mal wieder sagen, das ist so geil von Roman und Claudia organisiert. Die haben einfach ein Fundbüro und aus dem Pfund, wenn man hier was liegen lässt, man kommt nichts weg. Kommt nichts weg. Servus, hi. Ja, jetzt wird's auch langsam frisch. Leiden sah noch nie so gut aus. Junge, Junge, Junge. Und damit dann gleich schön über die Wurzeln. Das Ding ist einfach, das sieht so lasch aus, ne, auf Kamera. Das Ding ist einfach so rutschig bei den Bedingungen. Schöne Querwurzeln. Die Längswurzeln sind eigentlich die schlimmeren, ehrlich gesagt. Wo man entlang der Wurzel rutschen kann. Und noch einmal. Ey, wir haben durchgezogen. Mega. Kalt ist mir überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Oha, oha. Richtiges Truthahn-Konzert, ey. Zieht über jeden kleinen Hubbel, zieht er ab, der Mann. Yo, yo. Hello. Hello. So, das letzte Mal fahre ich jetzt auf meinem Stumpjumper Evo und fahre es jetzt zum Ort der Verlosung und dann wird es hoffentlich einem sehr glücklichen Gewinner übergeben. Es ist geputzt, es sieht hervorragend aus und ich muss ehrlicherweise sagen, ich gebe es mit einem lachenden und aber auch mindestens zwei weinenden Augen weg, weil das bin ich schon sehr, sehr gern gefahren, das Bike. Herzlichen Glückwunsch und ja, danke an Specialized, dass das möglich ist und hiermit darf ich dieses Rad übergeben. Yeah! Auch von meiner Seite nochmal herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß damit, ey. Mach mal Feuer, Toffer. Stumpf kann ich. Ja, mach Feuer. Druck, nicht zu schnell. Und ganz fest da rein. 10 Sekunden. 5 habe ich schon gehört. 2. Ganz tief unten. Achtung. Achso, 5 stimmt. 5 war. Fast. Super, Toffo! Ja, das ist schon nass alles hier. Nee. Also es gab jemand, der hat es in einer Sekunde geschafft und manche brauchen 6 Minuten. Geht's auch so, nee. Das bist du. Nein, ich war nicht an. Genau, am Silbernen. Blase hier an den Händen. Ey Junge, bis da Feuer ist, ey, sind wir alle verhungert und erfroren. Ey. Das ist das. Also ich glaube,
So, jetzt eigentlich mal kurz den Mann angucken. So, jetzt macht er das besser. Ich weiß es, gemächlich dahin. Thema. Ist aber ja. Der erste, der auch wirklich gut. Zwischen Outdoor-Busche. Das ist schon mal ein Foto. Super Hunde, komm, du bist der Mann fest. Na, mach das schneller. Yay! Oh, juhu! Ja. Ja. Das ist schon besser. Wenn du noch ein rechter Arm hättest, auch um nix. Junge, bald brennt einfach alles. Jawoll! Gott, ist aber easy, Mann. Schreib mich hin, 2 Sekunden. Jetzt mal kurz Einschätzung vom Profi. Also, wie war das jetzt so mit dem Topper? Er war kurz vorm Aufgeben, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, aber dann habe ich ihn noch mal motiviert. Ja, ne? Das war gut. Ja, das war gut. Das ist jetzt da wieder alles umstellt und habe ich nachher ein Riesenproblem auf dem Trail, weil ich ja ein super präziser Fahrer bin. Und das, wenn jetzt hier was umstellt, geht gerade. Oh, Alter, hab ich Muskelkater. Ich hab heute Morgen der Liegestütze gemacht. Wirklich? Scheiß. Hab ich. Doch, hab ich.